Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Was spielen wir denn eigentlich? Wii Sports Club, genau. Heute mit Bowling. Hat ja ein wenig gedauert, leider. Sorry dafür. Und nun kommt der zweite Teil oder Part. Man kann es ja schon fast Teil nennen. Auf jeden Fall spielen wir heute Bowling. Alleine. Und Rechtshänder. Manuel. Ja, genau. Schauen wir doch mal. Genau. Ach, ich freue mich, wenn dann endlich Wii Mario 3D World rauskommt. Und wir haben einen Fehler gemacht. Yay. Ne, ich habe sogar kurzzeitig überlegt, ob ich Assassin's Creed 4 erstmal let's playen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, kannst dir schenken. Da machst du lieber Mario 3D World und dann so ab Neujahr kommt dann Assassin's Creed 4. Da freuen sich auch schon einige drauf, wie ich so mitbekommen habe. Und ich freue mich auch auf jeden Fall drauf, weil das wird ein endgeiles Projekt. Einfach nur Hammergrafik, aber jetzt erstmal, was wir hier so haben. Und wir kacken gerade einfach nur so ab, wie es nicht sein könnte. Ich tue hier kurz nochmal die Wii-Fernbedienung kalibrieren, weil so kannst du echt nicht weitergehen. Na komm. Los! Schneller! Ja. Ich wollte heute mit euch mal ein wenig diskutieren, was denn so die Zukunft sein wird. Also YouTube oder Fernsehen. Und ich bin natürlich ganz klar der Meinung, YouTube. Spätestens dann, wenn die alte Generation, sag ich mal, nicht mehr unter uns weilt. Jetzt ist es ein bisschen fies gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Dann, also ich denke mal, YouTube wird immer größer. Spätestens sobald der erste Kanal 20 Millionen Abonnenten geknackt hat, dann spätestens, denke ich, wird Fernsehen so weit sein, dass es niemand mehr braucht. Es war immer mal schön, so einen Film anschauen, aber ich denke trotzdem, gerade so mit Konsole spielen, wo man seinen eigenen Film spielen kann, das ist viel besser als einfach nur schnödes Fernsehen. Ja, wir probieren es einfach nochmal, weil ich nicht wirklich gut war. Das war ja aber zu erwarten bei meinem unglaublichen Skill einfach nur. So. Und vor. Im Real Life in Bowling bin ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, da kann man, naja, na gut, obwohl relativ gesehen. Jetzt vor mit dir. Los. Yay. Ja. Ist natürlich auch immer die Steuerung etwas schwammig. Ich finde, sie sollten auch endlich mal eine, also, naja, ich sag mal, eine Fortsetzung des Wii Motion Plus Controllers der Wii-Fernbedienung rausbringen. Also sozusagen ein Wii Motion Plus, wenn man so will. Ja, darauf warte ich einfach nur, weil die Wii Motion hat dann doch Plus, hat dann doch ihre besten Tage schon hinter sich. Und was soll das denn? Ich finde, langsam könnte man da ruhig wieder mal ein bisschen die, ja, die Hardware erneuern. Weil man merkt es hier schon gerade, das reicht langsam nicht mehr aus. Es war ganz nett mit der Bewegungssteuerung, aber so richtig. Ja gut, jetzt wird der eine oder andere sagen, es liegt nur daran, dass ich so schlecht bin, dass ich so mies drauf bin. Aber es ist mir auch schon, seitdem ich die Wii U habe, aufgefallen, dass es langsam eine neue Wii-Fernbedienung geben sollte. Leider wurde noch nichts, aber auch wirklich gar nichts angekündigt. Und deswegen hoffe ich mal, dass es sich bald ändern wird. Ach, wir sind halt aber auch schlecht, mein Gott. Na gut, dann machen wir erstmal weiter. Es ging ja auch nur ums Zeigen. Beenden. Ja, also damit wollte ich euch mit euch einfach mal drüber sprechen. Pipapo halt, wie man es denn so macht. Training nochmal. Kunstwurf. Ja, ich denke schon, dass YouTube letztendlich doch dominieren wird. YouTube hat auch einfach so die besseren Kompetenzen. Also Fernsehen bezahlen und Sendezeiten und Werbung. Und YouTube hast du halt doch einfach, noch kostenloses, viel besseres Fernsehen, wie ich sehe. Ich meine, dass ich ein 80-jähriger Ober lieber irgendeine Ober im Fernsehen anstatt GTA 5 anguckt, das ist allen klar von uns, aber das ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Die Zielgruppe sind halt wirklich wir und je nachdem,
wird es wahrscheinlich dann auch ausgebaut. Es gibt ja auch jetzt schon unglaublich viele Kanäle, die sich eben auch so älteren Menschen annehmen. Und ich denke mal, da wird noch ein wenig auf uns zukommen. So, diese Dinge werden hier immer schwieriger. So, probieren wir es einfach mal. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie klug war oder scheinbar blöd. Na, machen wir mal so. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob die Steuerung wirklich so gut ist, dass wenn man die Wi-Fi-Bedienung leicht nach links kippt, dass es dann gleich nicht mehr trifft. Auf jeden Fall haben wir sie noch alle gekriegt. Na schön. So, dann probieren wir doch mal die 3. So. Vielleicht ganz in der Mitte, es könnte ganz gut sein. Oder mal etwas mehr da rein. Das sieht gut aus. Ja, wohl. So muss das gemacht werden, der Babo eben. So, schön abgeräumt. Hier klappt es auf einmal richtig gut. In meinem Test sozusagen hatte ich da übelste Probleme, also wirklich derbst. Aber hier scheint es. Nee, so klappt es nicht. Hier scheint ja dann doch alles gut zu laufen und ich bin begeistert von mir. Also, sonst ist ja immer der Vorführeffekt, aber heute war es ja mal deswegen richtig gut. Du musst halt immer das System so ein wenig erkannt haben, wie du die Kugeln schießen musst. Ich glaube nicht, dass es so richtig ist. Es war zu einfach. Oder? Oder? Yeah. Ich bin wirklich überrascht, wie gut wir heute sind. Also, als ich das so gezockt habe, habe ich der erste Stage geschafft und dann tote Hose. Ich bekomme übrigens auch ein neues Mic zu Weihnachten. Oder vielleicht auch schon eher. Also könnte mit der miserablen Soundqualität vielleicht bald Schluss sein. Das würde ich natürlich sehr feiern. Gerade im Anbetracht auf Assassin's Creed 4, was ja doch ein sehr cooles Spiel ist und da will man das natürlich nicht so mit rauschenden Hintergrundgeräuschen irgendwie verschlechtern, sage ich einfach mal. So, unser letzter Versuch. Werden wir es nicht schaffen, ist auch okay. Wir haben auf jeden Fall schon relativ gut gemacht. So, probieren wir es so einfach nochmal. Hopp. Nee, na gut. Dieser Modus ist auf jeden Fall auch eine klare Empfehlung von mir. Hat Spaß gemacht. Aber jetzt vielleicht auch noch, weil ich hier ausnahmsweise mal gut war. Ihr seht schon, neuer Rekord. Kunstbowling. Bronze sogar. Also ich habe auch in Tennis noch nie Silber geschafft, höchstens Bronze. Naja, naja. Die Batterieleistung lässt schon wieder nach. Was haben wir denn? Was ist denn da schon wieder los? Eigentlich habe ich da irgendwie. Na gut, ich habe in eine Wi-Fi-Bedienung auf jeden Fall neue Batterien rein, dann war es wohl die andere. Auf jeden Fall machen wir jetzt den Dreierwurf. 100 Pins, 3 Würfe, dein Ziel, so viele Pins wie möglich abräumen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die Pins sind jedes Mal in einer anderen Form angeordnet. Genau. Das Spiel hingegen habe ich bei meinem Testlauf exzellent hingekriegt. Da habe ich fast alles abgeräumt. Teilweise so um die 98 Pins pro Wurf von 100. Müssen wir uns doch mal gucken, wie wir uns jetzt anstellen. So. Also du musst halt irgendwie die Strategie, sag ich mal, finden, mit der die ganzen Pins hier aufgestellt sind. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Nur noch ein bisschen rüber. So. Du wirst sehen und zack. Das wird. Ja, sieht doch schon gut aus. Und zwar machen wir das gleiche nochmal nach von rechts nach links und dann sieht's doch, ja, kann man doch so anbieten, oder? Am besten jetzt hier gleich die 2 vorne noch mitnehmen. Das wäre grandios. So. Ja gut, also so an sich macht es schon Spaß, wenn ich schon mal kurz was zur Bewertung sagen darf. Aber jetzt so als Partyspiel, wie sich das Nintendo vielleicht wünscht. Ich weiß nicht, da gibt es bessere Spiele wie zum Beispiel Wii Party U. Apropos, ich habe das Spiel für 40 € im Mediamarkt gesehen und ich habe mir einfach nur gedacht, what the fuck. Ich meine, in dem Spiel ist eine Wii Motion Plus mit dabei und die kostet an sich schon irgendwie 30, 35 € und da fragst du dich einfach nur, what? Ich meine, das Spiel für 10 bis 5 €, das geht doch nicht. Ich finde es echt geil, aber naja. Erst beschweren sich, dass die Wii U sackt und also nicht so gut verkauft wird, und dann bringen sie sowas. Ich denke mal, deswegen werde ich mir das Spiel auch auf jeden Fall holen, gerade eben weil es so wenig kostet. Ich weiß nur noch nicht wann. Vielleicht warte ich auch noch, bis es noch mehr gesunken im Preis ist. Ja, mal gucken. Generell, gerade so bei Spielen, die ich gerne mal spielen würde, aber
nicht so, also sag mal, es ist was anderes, wenn ein neues Wii Party rauskommt oder Mario Party, als wenn ein Monster Hunter rauskommt, zumindest bei mir so. Und deswegen warte ich dann halt einfach mal, bis die Spiele im eShop vergünstigt sind. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mal vor kurzem gesehen, Monster Hunter Tri Ultimate für nur 32 Euro im eShop war für kurze Zeit mal um 50% gesenkt. War natürlich auch ziemlich geil. Hätte man vielleicht da zuschlagen müssen, aber naja. Ich bin mit meiner Retail-Version auch ganz zufrieden. Oh, das war ein schöner Wurf. Wie viel waren es? 90 Pins mit einem Wurf. Na, das kann man doch anbieten. So. Ah, Assassin's Creed 4. Da freue ich mich schon so drauf. So türkises Meer. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr darüber reden. Wir spielen ja Wii Sports Club. Und um den Modi auch nochmal kurz zu bewerten, also ich muss sagen, der macht mir wirklich am meisten Spaß, weil du halt einfach mal direkt losballern kannst. Das hat mit der schwammigen Steuerung nicht viel zu tun, du kannst einfach mal draufhauen und ich glaube, jetzt haben wir 99 Pins, ja. Und du musst dann nicht so sehr drauf achten, wie du dich jetzt am besten abschießen. Du kannst einfach mal reinballern und das finde ich eben bei dem Modi so ziemlich gelungen. Und deswegen mag ich den eigentlich auch am meisten. Wir gucken dann natürlich noch, wie es bei dem normalen Modi aussieht. Aber den spielen wir nicht zu Ende. Also den spielen wir nochmal an, weil das würde dann doch zu lange dauern. Jo, vielleicht schaffen wir es jetzt sogar mal alle 100 Pins. Das wäre natürlich episch und endgeil. Mal probieren wir einfach mal. So. Ach, das gibt's doch nicht. Na gut. Durch mit die noch holen. Also jetzt schieße ich da vorbei. Nein, natürlich nicht. Okay, nochmal 99 Pins. Bin ich zufrieden? Muss ja reichen. 99, guck mal, 99%. Was willst du denn mehr? Apropos, wir schreiben diese Woche so viele Arbeiten. Das ist so kacke, noch in der Schule zu sein. Irgendwie jeden Tag, fast jeden Tag eine Arbeit und dann noch Klassenarbeit und Fächer, die ich überhaupt nicht mag oder nicht kann. Wer noch in der Schule ist oder vor kurzem erst aus der Schule raus ist, wird wissen, was ich meine. Einfach nur das Grauenvollste, was es gibt. So, ich spiele übrigens im Sitzen, also nicht so wie Nintendo es vormacht in ihren tollen, verschönerten Werbespots irgendwie so. Technik und Trall und das funktioniert bei mir nicht so gut. Naja, aber wer verübelt Nintendo? Ich meine, die müssen ja auch irgendwas für ihr Marketing tun und der Wurf war scheiße. So, wie viel haben wir? 82, naja, gut. Kann man eigentlich mit leben. So, jetzt hier die Musiknoten. Vor mit dem Teil. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es was bringt, wenn man die Wii-Fernbedienung schneller nach vorne zieht, als die einfach so nach vorne zu. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, da passiert doch einiges. Und ich will mal probieren, was passiert, wenn wir gegen die Bande spielen. Ja, die prallt ab. Also kann man das natürlich auch machen mit den 100. Da ergeben sich vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten. Hätte man vielleicht mal eher wissen müssen, dann wäre da noch ein bisschen was mehr gegangen. Jetzt probieren wir die hier noch. Ja. 97, oder? Ja, 97. So, der letzte Wurf scheinbar. Und hier einfach mal nur in die Mitte. Schnell nach vorne. Die anderen Kegel reißen jetzt zum Glück auch viele andere mit um. Aber stellt euch mal vor, ihr müsstet das 7-mal aufstellen, 100 Pins. Das wäre kacke. Und vor allem, das sind am Boden ja nicht mal irgendwelche Markierungen, die zeigen, wie die Pins aufgestellt werden müssen. Also, ich würde mich für sowas nicht bewerben. Es sei denn, es gibt gute Bezahlung. Dann kann man natürlich über alles reden. Dann würde ich sogar, ja, was wollte ich denn in Klammer? Auf jeden Fall Spielende. Wie viel haben wir? 662, ein Rekord und wir haben einen neuen Rekord. Bronze, yay, ich bin begeistert von mir. Aber dass man wirklich so viele Punkte braucht, um Silber zu erreichen, weil ich hatte jetzt wirklich relativ viel. 626 oder wie viel es waren. Und 700 kann man ja maximal kriegen. Scheinen die Anforderungen doch recht hoch zu sein. So, lokales Spiel. Ja, spielen wir von jedem mal zwei Runden, würde ich sagen. Wenn wir der Part dann vielleicht so 23 Minuten lang, ich weiß es jetzt nicht, ihr seht es dann wahrscheinlich eh schon. Nie weh au.
hat ein gewisser YouTuber namens Aiplali hier auch immer gewisse Probleme mit dem Wort. Immer dieses berühmte Max du Bratwurst ist halt für ihn Nivea. Ja, ist halt so. Hat jeder so sein Lieblingswort. Und 3 Pins, yay, so übel geil, hardcore. Endgeil getroffen. Na, das war schon besser. Spare. Aber wenn ich das neue Mikrofon habe, ich benutze ja momentan ein Headset. Und wenn ich dann das neue Mikrofon habe, kann ich dann auch endlich was von dem Spielsound hören. Weil ich dann so Kopfhörer aufsetzen kann. Bis jetzt klappt es ja da nicht so. Es gibt auch gute Headsets. Aber meins, naja, ist jetzt nicht so der Oberburner. Und deswegen hole ich mir halt ein Standmikrofon. Und was war das denn bitte? Na gut, spielen wir noch eins. Spielen wir jetzt mal 3. So. Rein mit dir. Schön in der Mitte. Und ein Strike, bitteschön. Nein, leider nur 9. Komm, die letzte. Die letzte. Jetzt komm. Skiller. Skill! Los! Ja, Mann. Ja. Meisterschaft gewonnen. Yay. Spare. Geil. Abbrechen. Einfach nur mal. So, um es zu zeigen. Genau. Bowling. Ich mag Tennis immer noch mehr, aber ich habe den Bowling-Modus schlimmer eingestuft. Also er macht mir Spaß, auf gut Deutsch. Und das finde ich gut. Denn immerhin, ich mag Sachen, die mir Spaß machen. Ja, wer hätte es gedacht, aber ich weiß schon, ich weiß nicht, ob ich was Persönliches von mir preisgeben darf. Aber ich mag Sachen, die mir Spaß machen. Oh ja. Oh, vor mit dir. Kleine runde Kugel, du. Auch wenn das gerade pervers klang. Wie viel haben wir denn? 93. Und wie viele Würfe haben wir? Ich glaube auch nur 2. Das ist halt immer so ein schöner Domino-Effekt mit, wenn du die in die Kugeln einfach reinspielst. Wenn es den nicht gäbe, wäre es ja unmöglich, 100 Pins mit 2 Würfen abzuschießen. Da bräuchtest du Super Skill und. Ja, mein Gott, dann ist sie eben auf meinem Kopf gelandet, die Kugel. Interessiert mich doch nicht. So, komm. Alle. Ach, wäre das geil, Mann. Strike. Ey, komm. Ernsthaft. Ein Pin. Ein beschissener Pin. Ist jetzt aber auch nicht dein Ernst, oder? Und. Hopp, los. Na klar. Ja, würde ich auch so sagen. Ey. Ich hab. Scheiße. Mann. Fuck. Das wollte ich gar nicht. Ja, komm. Schleich weiter. Ich will weiter zocken. Oh ja, das war einfach nur gerade endgeil episch. So. Ihr seht schon, wir verwenden heute ziemlich oft das Wort endgeil. Ja, ich weiß. Ich würde gerne noch etwas weiter. Ich probiere jetzt einfach mal durch Einsatz von Banden. Gekonnt ins Auszuspielen. Das war mein Plan, genau. Okay. Habt ihr jetzt auch ein bisschen gesehen? Warte, wir hätten 300 Pins kriegen können und wir haben nur 281. Also im Sinne von relativ viele, finde ich. Und nun zum letzten Modus, nämlich dem Ausweichen. Wie der Name schon sagt, wir müssen speziellen Hindernissen ausweichen, die auf der Bahn stehen, wie zum Beispiel mein Riesendildo. Nein, natürlich nicht. So. Ich sag, glaube ich, auch viel zu oft so. Ich denke mal, Spielprinzip ist verstanden. Einfach hier mit der Bowlingkugel nach vorne, mein Gott. So, komm. Ja. Haben wir 2 Würfe oder nur einen? Ja, wir haben 2. Gut. Dann probieren wir es auch gleich nochmal. Und das sieht gut aus. Wii Sports Club, meine Damen und Herren. Ist ja auch sehr realistisch, dass da dieses Ding einfach so von alleine so rum macht. Ja, komm. Nein, nicht nach vorne gehen. Geh weg, geh weg. Husch, husch. So, jetzt. Na wohl? Ja. Strike, meine Damen und Herren, der guten Let's Player-Unterhaltung. Level 3 Experten. Das sind wir doch eindeutig. Und das ist bitte unschaffbar. Wie soll man das denn schaffen? Einfach drauf los. Und das war einfach nur geil. Los! Ja.
Fortgeschrittene. Ah, jetzt geht's immer. Achso, immer wenn man schafft, steigt man Level auf. Und wenn man es nicht schafft, dann geht mal ein Level zurück. Ist ja mal interessant zu wissen. So, euch drei noch? Nee, na gut, dann eben nicht. Jetzt sind wir wieder auf Anfänger, oder? Ja. Okay, ich denke mal, das, was ich euch nahebringen wollte, nämlich Bowling, ist geglückt. Ihr seht nun, ihr habt nun alles so ein bisschen alles gesehen, was sehenswert ist. Zumindest von den bisherigen Spielen. Die zwei, drei anderen Spiele, Boxen, Golf und Baseball. Jetzt habe ich sie endlich. Ja, ihr staunt, aber ich habe sie. Werden natürlich folgen. Und ich wünsche euch einfach einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr meine Videos anschaut.